So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch parat, denn wir haben letztens ja das Gletschermodul gemacht und das Moosmodul. Das Gletschermodul leider nicht in der eisigen Gegend, das Moosmodul trotzdem aber in einer grünen Wiese, nämlich beim Theater hinten, und jetzt sind wir hier mitten im Stadtpark und wollen hier jetzt mal das Magnetmodul zünden, Luise im Schlosspark, den Stop werden wir jetzt boosten. Werden da die paar Sachen entwickeln und natürlich wieder schauen, was kommt aus dem Magnetmodul so alles raus. Ist was Gutes dabei? Gibt es vielleicht ein Shiny Magnetilo? Das wäre wahrscheinlich das Highlight, aber ich muss jetzt, glaube ich, erstmal hier rein und muss eins kaufen. Genau, Magnetmodul 200. Das tüten wir hier ein. Boosten den Stop mit dem Magnetmodul. Den drehen wir dann auch gleich und gucken mal, was da jetzt als erstes rauskommt. Sieht auf jeden Fall lustig aus, wie das da so hoch geht. Immer dieses Wupp. Jetzt muss nur noch was erscheinen, dann ist alles gut. Digga, hast du gerade Sprachmemo? Achso, gut. Und das erste ist ein Spoink, was natürlich auch shiny sein kann, ist es aber nicht. Das nehmen wir erstmal mit. Gleichzeitig haben wir uns natürlich ein Bierchen gegönnt. Bei dem schönen Wetter ist es immer noch eigentlich recht warm und ganz entspannt kann man ja mal sitzen, kann das mal testen und nicht nur das ekelhafte Sternburg-Export. Wir haben noch was ganz Besonderes gefunden, das sehen wir hier unten. Bags! Und zwar Bags in der Dose, in der Wacken Edition. Kann man mal mitnehmen, hier zum Magnetmodul, diese magnetischen, metallischen Dosen. Richtig genial. Können wir uns auf jeden Fall dann auch noch, aber jetzt erstmal das Sternburg und ein paar Entwicklungen und Spoink mitnehmen. Und wir wollen gleich mal rein, wollen gleich mal das mit dem Nassknet machen. Habe ich mir hier wieder was gespeichert. Und diesmal habe ich es ganz schlau gemacht. Ich muss nur zwei entwickeln und habe dann alles voll. Denn ihr seht, wir haben hier ein männliches und daneben ein weibliches, was zugleich auch Lucky ist. Sprich, ihr müsst nicht ein Lucky entwickeln und ein männliches und ein weibliches. Wir nehmen einfach genau hier das weibliche, was schon Lucky ist, haben dann weiblich und Lucky drin, müssen das andere entwickeln, dann ist das männliche da, dann habt ihr das auch schon fertig. Shiny gibt es ja davon nicht, also egal. Dann guckt euch das an, die riesige Nase und der buschige Bart unter der Nase, also das Ding ist wirklich richtig komisch. Guck, hast du es auch entwickelt? Entwickelst du gerade? Ja. 1170 hat es auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal. Da ist schon ein Magnetilo aufgetaucht. Natürlich shiny kann es sein, ist es nicht. Das nehmen wir mit und entwickeln dann das zweite Nassknet. Und Magnetilo ist auch das, was wir noch als zweites dann entwickeln wollen. Da haben wir dann aber ein shiny mit dabei. Nämlich das höchste, was ich habe, werde ich dann machen zur Magnetzone. Magnetilo hat natürlich kein Geschlecht. Da müsst ihr nicht drauf achten, ob ihr da männlich, weiblich macht. Boah, wie hüpft das denn hier rum? Warte mal. Und jetzt geht es wieder hoch in dem Moment, wo ich schießen will. Und jetzt krabbeln die Ameisen am Knie. Ich muss hier weg, schnell. Ich halte das nicht aus. Was denn? Bier? Na dann, prost mal, vielleicht läuft es dann besser. Vielleicht kann man dann noch besser zielen oder so. So, seht ihr an, da ist es auch schon gefangen. So einfach geht das. Ein Plinfer aus dem Magnetmodul, das nehmen wir auch mal noch fix mit. So, da gehen wir nämlich nochmal rein, suchen nochmal das andere Nassknet. Achso, ich habe das ja jetzt hier einfach mit einem Punkt beschriftet. Das nehmen wir auch noch, werden das auch noch entwickeln, das männliche dazu. Das kommt, glaube ich, nicht so hoch, ist ja ein kleineres vom Level her. Aber lustig, jetzt schon eine rote Nase und dann ist sie einfach nur nochmal 10-mal größer mit diesem buschigen Bart unten drunter. Habt ihr auch schon euer Nassknet entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare, natürlich. Und ich werde auch gleich den Namen wegmachen, damit ich überhaupt noch mal sehe, wie das Ding überhaupt heißt. Das kann ich mir nämlich immer nicht merken. Voluminas. Na, bei der Nase kein Wunder. Sieht aber gut aus trotzdem irgendwie. Kann man rumdrehen. Ist halt sehr abstrakt. Habt ihr auch schon ein Voluminas entwickelt? Schreibt es in die Kommentare. Und als nächstes ein Dicta, Alola Dicta, was es ja auch jetzt als Shiny gibt. Als nächstes haben wir ein Fritzel Bits. Okay, ist ja auch ein Elektro-Pokémon. Können wir also auch mitnehmen. Springt wieder wild durch die Gegend. Dir geht's gut da hinten? Alles gut.
Und das Pokémon hat sich befreit und ist geflüchtet. Grundgleich das Magnetilo zu entwickeln. Da gehen wir mal drauf. Wir nehmen zuerst mal das höchste mit 1200 noch was. Das entwickeln wir einmal. Magnetilo zu Magneton und dann zu Magnezone. Und Magnezone ist dann wieder ein neuer Pokédex-Eintrag. Da seht ihr dann auch wieder den Unterschied zwischen dem normalen und dem Shiny. Hoffe ich. Wahrscheinlich nicht. Das ist am Anfang richtig genial, weil das eben so goldig ist, aber dann sieht das irgendwie ja, in der dritten Version nicht mehr so genial aus. So, neuer Pokédex-Eintrag. Magneton zu Magnezone. Ein UFO mit zwirbelnden Magneten. Richtig genial, da seht ihr es auch. Pokédex-Eintrag jetzt auch da. Das habe ich die ganze Zeit nämlich hinausgezögert, hätte ich schon machen können, aber ich wollte ja warten, bis der Dicke da ist, dass er da auch von profitiert. 2976. Was ist hier? Noch nichts. Doch, da ein weiteres Magnetilo. Die kommen da also relativ häufig und wenn da noch ein Shiny dabei wäre, das wäre natürlich genial. So, das Girafarik haben wir noch fix eingetötet mit seiner rosanen Schnüffelnase. Das saß aber so hier. Wir werden jetzt mal fix das Lucky noch durchentwickeln. Das ist auch nochmal 25 Bonbons und dann 100 Bonbons für die letzte Stufe. Wir heben uns das Shiny extra bis zum Schluss auf, weil das sieht einfach am besten aus. Das sieht am genialsten aus. Das zumindest weißt du doch noch gar zumindest nicht. In der ersten und zweiten Stufe, in der dritten dann eben nicht mehr. So, da haben wir schon Magneton und jetzt kommt noch ein Magnezone hinterher. Boom. Ja, habe ich trotzdem 3 Sinosteine dann verbraten für das und zwei für das andere. Der wollte doch gar keins. Wer wollte was nicht? Du hast doch nur das Modul, wo du anmachst. Stimmt. Was redet der schon wieder? Der Ramses redet wieder Gulasch. Was ist denn? So, da müssen wir mal, hier ist auch ein Viech auf der Kamera. Das seht ihr aber nicht. Jetzt bringt es mich gleich um. Und wir sehen ein wildes Stollrak aus dem Magnetmodul. Also bis jetzt finde ich das Magnetmodul am besten. Von den Spawns und den Viechern, die da rauskommen. Moosmodul war auch krass. Gletschermodul fand ich richtig kacke. Aber das war nur, weil das haben wir ja ohne Plan gemacht. Und jetzt sitzt man schon zweimal in der Wiese. Da ist sowieso alles viel besser. Jetzt wird's spannend. Hier habt ihr das Shiny Magnetilo. Und ihr seht, unten ist ein Schatten, denn wir haben noch keinen Shiny Magneton entwickelt. Machen das aber jetzt. Und um es noch spannender zu machen, gehen wir danach einfach wieder zurück. Fangen das nächste und entwickeln das Shiny Magnezone erst danach. Und guckt ihr das an. Wie genial das doch aussieht, ne? Das andere dann leider nicht mehr golden, wieder normal. Und das ist das Traurige an der ganzen Sache. Da ist nämlich schon wieder was ein Fisch. Gut, ein Carpador nehmen wir mit. Kann auch shiny sein, ihr seht. Das Magnetmodul, das ist wirklich das Beste auf der Welt. Das Beste, was es gibt, Junge, ich sag's dir. Süßer, wir müssen nur draußen sein, da ist die Stimmung viel besser. Ja, da ist, ich fand es drinnen besser. Ich glaube, es ist nur, weil wir jetzt anfangen, Bier zu trinken, da ist viel besser. Weil vorhin haben wir noch ein normales Modul gemacht und da war einfach alles tote Hose. Und ein Nasknet, ne? Wer braucht das denn nicht? Ein Nasknet aus dem Magnetmodul. 600 noch was, können wir gleich entwickeln. Zack, so macht man das. Guck, du brauchst gar keinen Sinostein, um den zu entwickeln. Einfach fabelhaft. Geht auch so. Ja, das ist ja das Besondere dabei. Hab ein bisschen Denkfehler gehabt, haben wir doch jetzt nur geklärt. Musst du doch nicht drauf rumreiten, ne? Post es mir doch auf die Pinnwand. Einfach nur, guck, du brauchst gar keinen Sinus. Schreibe ich dir in die Kommentare. Und ein Voldoball, wieder ein Elektro-Pokémon natürlich. Ich hoffe, das ist jetzt gleich drin im ersten. Dann können wir nämlich gleich das Magnetilo, also das Magneton zu Magnezone entwickeln. Das Shiny, was mir noch fehlt. So machen wir das. Voltoball wurde gefangen. Hat sogar ein richtig gutes Level gehabt. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier rein. Drücken mal hier. Nehmen das Magneton. Und ihr seht immer noch Schatten da, weil jetzt wird es zu Magnezone Shiny. Oh mein Gott. Ist doch gut, ich beruhige mich doch schon. Das tust du nachher eh wegschmeißen. Ja, aber guck doch mal, das sieht. Na, sieht aus wie alles andere. Sieht so normal aus. Das tust du nachher eh wegschmeißen, wie ich dich kenne. Hat auf jeden Fall ein blaues Auge. Guck doch mal, was ist denn der Unterschied?
Ja, ich habe ein rotes Auge, ich habe ein blaues Auge, ne? Die haben beide schwarze Kringel und oben ist ein goldener Zipfel. Was ist hinten? Nix. Ja, das ist doch voll unspektakulär. Aber die anderen sahen auf jeden Fall richtig genial aus. Aber egal, neuer Pokédex-Eintrag mitgenommen. Jetzt warten wir noch kurz, was gleich als nächstes hier rauskommt. Oder wir trinken so lange noch ein Bier. Nasgnet, guck dir das an, da ist das nächste. Das nehmen wir auch mit. 791, die werden immer brutaler, immer größer, immer fetter. So wie ich. Krass, oder? Nehmen das einfach hier mal mit. Rote Nase, Bruder. Oh mein Gott, es greift an. Wir fangen das jetzt mal, denn mit einer Hand kann ich nicht werfen. Und da haben wir jetzt einen Waumpel. Warum auch immer. Das ist keine große Sache. Also das kommt aus dem Moosmodul eigentlich. Das hat sich nur verirrt. Oh, jetzt fängt die Sonne da von da an zu scheinen. Das ist ja richtig mies. Aber Waumpel ist drin. Richtig genial. Habt ihr auch schon mal einen Waumpel gefangen? Schreibt's mal in die Kommentare. Nein, schreibt's nicht rein. Ja. Boah, da ist das nächste Steurag. Ich hab's gewusst, das Waumpel war gar nicht von hier. Das spawnt normal hier an dem Dingsgrad. Denn das ist der Magnet-Modul-Spawn. Das nächste Steurag. Richtig genial. Wenn du das mit gelbe Beere fängst, hast du natürlich gleich 10 Bonbons. Haben wir nicht. Wir sind ja bekloppt und deswegen haben wir es jetzt vergessen. Und das nächste Alola Kleinstein. Wir sitzen wirklich falsch. Wir hätten uns auf die andere Seite setzen sollen. Die Sonne geht mir so auf den Sack, dass die hier so durch den Baum scheinen und nicht so Hälfte Schatten, Hälfte Sonne im Gesicht haben. Das ist Kunst. Das ist nicht Kunst, das ist richtig behindert. Da ist auf jeden Fall das nächste Nasgnet, nehmen wir auch noch mit. Mittlerweile geht ja voll die Action, voll die Party, Alter. Alle geistesgestört, krass. Wir nehmen das hier noch mit. Großartig! Und nachher haben wir ja noch unsere metallischen Becks-Bierchen, die müssen wir natürlich auch noch entwickeln. Pokestop gedreht und Kabuto gefangen! Angetippt zumindest. Schießen wir den Ball hier. Und habt ihr gesehen, dass das Kabuto seine Augen gar nicht oben hat, sondern eigentlich unten? Diese zwei schwarzen Kaffeebohnen, das ist einfach nur Deko. Weil eigentlich hat er das riesig große, rosane, wie ihr hier seht. Oh, ich guck böse in die Nacht. Aktion, Augen meine ich. Carpador incoming, ne? Den nehmen wir einfach mal so mit für zwischendurch. Oder auch nicht, der hüpft nämlich schon wieder raus, der dreht und wendet sich wie der Adi immer. Und das nächste Stollrack ist da, nehmen wir auch mit 314, die wir haben immer weniger, aber kein Problem, tüt man natürlich ein, der Ball ist so blau wie seine Augen. Zack, großartig. Guck doch hin. Ich will nicht hingucken, ich kann es mir nicht mehr angucken. Und ein Voldoball noch dazu, den tüt man auch noch ein. Voldoball, der Star der Manege, ne? Das wievielte ist denn das jetzt? Das dritte? Ich bin so verwöhnt, weil das vorhin aus dem normalen Lokmodul auch immer zu kam. Deswegen habe ich schon komplett den Überblick verloren. Aber ist drin. Dann zünd doch einfach ein normales Lokmodul. Das Leben ist, wie es eben ist. Zum Glück hört ihr nicht, über was da ist, wo immer zu reden. Denn da ist das nächste Kabuto. Und das. Du hast damit angefangen. Und das. Und das tüten wir jetzt auch rein. Also ich muss sagen, vorhin zu der Runde, normales Modul, das saß ja wirklich da, musste 3 Minuten warten, bis das nächste kam. Das war ja wirklich langweilig. Aber so ein besonderes Modul ist eigentlich richtig cool, weil es kommt ja alle Minute was Neues, deswegen sind die auch so dire. Und nicht nur, dass sie da die Entwicklungen machen können. Finde ich trotzdem auch coole Pokémon, die da rauskommen. Deswegen gönnt euch das Magnetmodul. Voldoball, ich raste aus, den habe ich ja noch gar nicht. Spaß, also das nächste Voldoball ist dabei, richtig cool. Den nehmen wir auch mit, der ist genauso groß wie der Kreis um ihn herum, wenn man den fangen will. Das ist cool gemacht natürlich. Oh, das Modul ist aus. Oh mein Gott, das Modul ist aus, das war's also. Und ich muss wieder sagen, ich bin zufrieden eigentlich mit dem Modul. Mit dem Modul. Also mein Fazit wäre, ich finde das Magnetmodul ist das Beste, weil ihr könnt gleich 2 Pokémon entwickeln. Ihr kriegt interessante, coole Pokémon heraus. Da ist doch das einzigste gewesen, wo eine Weiterentwicklung rauskam. Bei den anderen eben nicht. Auf Platz 2 würde ich das Moosmodul sehen, weil da auch die Kirsche zu erhalten ist und die Entwicklung. Und das Schlechteste meiner Meinung nach eben das Gletschermodul. Das war aber mein Fazit dazu. Habt ihr auch schon alle 3 getestet? Welches findet ihr denn am besten? Welches würdet ihr nochmal machen? Und habt ihr schon alle Sachen entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Iswo natürlich. Ja.
Der kommt gerade auf sein Leben nicht mehr klar. Ja, man muss es auch aufmachen. Film doch. Dann mach halt auf. Ja, jetzt nimmst du auf. Ich nehme auch, guck. Ich habe immer deine Fresse und das Bier, deine Fresse und das Bier. Jetzt guck willst zu du mir, einen, guck willst zu du da mir. Ein Loch einstecken oder stecken guck, oder was? Guck zu mir. Wie zu dir. Und was ist das jetzt? Das ist der Übergang. Du bist ein Übergang. Schön auf dem Rucksack drauf. Muss ich ja lohnen. Ah, ist der Übergang, guck. Ja. Prost. Ja. Trink doch mal. Na, auf ja, Mann, also das muss ich selber aufmachen. Noch mal. Film hier. So, jetzt. Oh, das schmeckt aber anders. Gar nicht. Schmeckt ziemlich mit nach. Nimmst du noch auf? Nach Ratte. Nee, nach Magletilo.